Moin und herzlich willkommen zur 1063. Rohstoff-Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formation am Freitag, dem 16. Oktober 2015. Und Freunde, wenn Sie sagen, Mensch, der klingt aber bedrückt. Ich bin bedrückt. Die Sportnachricht des Tages bedrückt mich. Und zwar so sehr, dass ich mich gerade selbst überzeugen musste, dass ich eine Wochenendausgabe jetzt mache und es nicht auf später verschiebe. Und ich musste mich auch selbst überzeugen, dass wir jetzt nicht irgendwas anderes als Sportnachricht des Tages machen. Denn es gibt nur eine Sportnachricht des Tages. Angeblich hat das deutsche Organisationskomitee um die WM 2006 die vier entscheidenden Stimmen aus Asien mit 13,6 Millionen Deutschmark gekauft. Das Geld habe angeblich laut Spiegel zur Verfügung gestellt der damalige Vorstandschef von Adidas, Louis Dreyfus, der es dann später wieder haben wollte in Höhe von 6,7 Milliarden Euro dann und dann wurde mit Hilfe der FIFA das Geld wieder zurück mit irgendeiner fadenscheinigen Veranstaltung wie auch immer und natürlich Organisationschef Franz Beckenbauer soll beteiligt sein und der angebliche jetzige Präsident Herr Niersbach das macht mich völlig fertig ich weiß nicht wie es ihnen geht die machen mir mein Sommermärchen kaputt ich hoffe, dass das nicht stimmt, aber wenn ich lese, dass äh, Herr Niersbach und Herr Beckenbauer keine Zeit hatten, nur um auf die Anfrage zu antworten, dass die Asiaten auch nicht geantwortet haben. Und dass der DFB gesagt hat, ja, es gibt eine Überweisung an die FIFA, ähm, die nicht mit dem richtigen äh, mit der Überweisungsangabe durchgeführt worden ist. Äh, aber es habe nichts mit der WM 2006 zu tun. Pff. Ach, Kinder. Der Fußball ist zu groß. Der Fußball ist zu groß. Aber ist ja kein Wunder. Ne? Gestern hat, die, hat der UEFA natürlich ein Platini, jetzt eigentlich gesperrt ist. Das volle Vertrauen ausgesprochen. Eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus. Und damit. Der Blick auf die Rohstoffliste. Erdbeer, Gasolin plus 1,36, Platin stark plus 1,3, Crude leicht im Plus, Brent leicht im Plus. Die haben gestern, nachdem sie zwischenzeitlich minus 2,5% gemacht hatten, im Plus geschlossen. Gold im leichten Minus, Silber im leichten Minus und Kupfer und natürlich Gas am schwächsten minus 1%. Wir fangen mit GDX an. Und da schauen wir doch mal einmal auf den Wochenchart. Seitdem wir hier durch diese horizontale Unterstützung gegangen sind. Im Jahr 2013 mit einer offenen Lücke, als Ausbruchslücke, die nicht mehr geschlossen worden ist, gab es natürlich immer wieder stärkere bullische Bewegungen. 41%, 37%, 26%, 35%. 21% und 35%. Das heißt, von den stärksten Bewegungen 41 und 37 sind wir jetzt so ein paar Prozentpünktchen entfernt. Stellt sich also mir die Frage, ob wir bei diesen Aufwärtsbewegungen, die alle so zwischen 20 und 25% betragen haben und nur zwei mehr als 30% hatten, respektive 3%, und dann auch schon abgewürgt worden sind, wollen wir sagen, nee, also Leute, diesmal ist alles anders. Jetzt geht es richtig schön nach oben. Ich habe es vor langer, 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 langer Zeit schon gesagt, das war, ich glaube, hier irgendwo, als die, als die Minenwerte wieder stärker anfingen zu steigen, da habe ich gesagt, wissen Sie, dass das Schöne am Menschen ist, ja, dass wir die negativen Erfahrungen einfach abschütteln können. Deswegen können wir uns auch immer wieder neu verlieben. Ansonsten wird man sagen, ah nein, was ist denn mir beim letzten Mal passiert? Das war ja so eine Katastrophe, ich bin lieber vorsichtiger. Nein, voller Optimismus stürzt sich der Mensch dann wieder in eine neue Liebe. Es ist wie so eine Sinus-Cosinus-Kurve. Es ist immer nur zwischen 1 und minus 1, aber wenn man bei minus 1 ist, vergisst man schon wieder das 1. Es ist alles ganz schlimm, als wäre es noch nie so schlimm gewesen. Wenn wir wieder bei 1 sind, dann ist es so großartig, als wäre es noch nie so großartig gewesen. Und deswegen... Es ist das Schöne am Menschen, dass wir so begeisterungsfähig sind. Was ich Ihnen sagen will, ist, hier hatten die Kleinanleger wirklich das Messer zwischen den Zähnen und mussten unbedingt long gehen. Es war völlig klar, jetzt kommt der Verzehnfacher. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Wir sind hierhin gelandet. Ich will jetzt nicht sagen, Leute, das wird alles abverkauft und wir fallen noch auf 5 Dollar, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Ich sehe, wir haben eine größere bullische Trendumkehrformation. Das sehe ich sehr wohl. Ich sehe, wir haben über den Tageschart einen Doppelboden Bullisch aufgelöst. Auch das sehe ich sehr wohl. Ich sehe aber auch, dass wir an einer trendbegrenzenden Linie sind. Ich sehe, dass wir nicht weit weg sind von der 200-Tage-Linie und schauen sich das an. Widerstand, Abverkauf. Widerstand, abverkauf, Widerstand. Ob der da durchgeht, keine Ahnung. Von mir aus herzlich gerne. Bitte richtig schön hochfliegen. So hoch wie die können. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wieder in diese Richtung zurückkommen werden, ist deutlich, deutlich größer. Dann, schon mal gesagt, auf der richtigen Seite des Keils, auf der richtigen Seite dieser horizontalen Marke. Hier auch über die Woche, das haben wir ja noch nicht geschafft. Auch hier dann drüber gegangen. Und das wird dann alles eine potenzielle Unterstützung sein. Ich persönlich möchte nach 30% hoppa, lalala, nicht auf die Goldminenwerte setzen. Ich sage aber nicht, dass sie nicht steigen können. Klar können die steigen. Wenn der hier noch eine Weile konsolidiert und konsolidiert und konsolidiert, dann kann er natürlich den Ausbruch schaffen. Der kann auch über die 200-Tage-Linie gehen. Nur solche Zonen, ein Widerstand, noch ein Widerstand, noch ein Widerstand, das traden wir nicht gerne. Wir traden gerne bestätigte Unterstützung oder Ausbrüche, die in einen luftleeren Raum gehen. Und deswegen... Wäre ich hier auch mit dem, was ich Ihnen initial gezeigt habe, vorsichtig zu sagen, ja, gib mal Gas. Für den Fall, ich weiß nicht, ob er es macht, nochmal, ich habe keine Ahnung. Aber für den Fall, dass der Markt ein Pullback macht, hierhin in Richtung 1460, also in etwa 150er Marke beim HOI, dann wäre das wieder eine interessante Zone, zumindest wieder hier hochzutraden, ob er dann rausgeht und ob wir dann vorher nicht ausgestoppt werden, weiß ich nicht. Hier gerade sieht alles bullisch aus, K und D Linie umeinander geschlungen, Stärke im Momentum, Stärke im Wochenchart aktuell mit einer Kaufformation, aber eben auch am Widerstand nach 30% Bewegung und das Maximum der Gefühle, was der Markt bis jetzt gemacht hat, wenn man diese eine Bewegung weglässt, diese eine aller aller allererste Bewegung ist immer nach 30% abgewürgt worden. Und deswegen bin ich hier persönlich gerade etwas zurückhaltend, etwas auf der bullischen Seite zu machen. Dann schauen wir mal auf Gold. Der Goldpreis hat einen möglichen Trendkanal. Das hier ist noch nicht bestätigt, denn ich habe einfach nur die untere Trendlinie genommen und da oben hin kopiert. Vielleicht sollten wir das einfach mal, damit es klarer wird, einmal so zeichnen und einmal abspeichern. So, jetzt haben wir. Das nehmen wir noch mal weg. Jetzt haben wir folgendes. Die 200 Tage Linie ist jetzt eine potenzielle Unterstützung. Und nehmen wir auch mal weg, diese grüne Linie 1166 ist auch eine potenzielle Unterstützung. Die nächste potenzielle Unterstützung ist im Bereich der 20 Tage Linie. Wird der Markt hier hinkommen? Keine Ahnung. Für den Fall, dass der hier konsolidiert kann denn natürlich auch eine Fortsetzung machen an die rote Linie? Das ist die obere Begrenzung ebenfalls. Große Trendumkehrformation, große bullische Keilformation. Bitte denken Sie daran: eine solche bullische Keilformation. Wenn ich sage, große Trendumkehr, dann heißt es nicht, dass jetzt für alle Zeiten jetzt der Bullenmarkt ausgebrochen ist. Das Ziel für den Fall, dass wir irgendwann möglicherweise das Bullisch auflösen und nicht Bärisch. Und es ist mir so wichtig, dass ich immer sage, vielleicht und gegebenenfalls oder eventuell, nicht um meine Haut zu schützen. Mittlerweile so nach viereinhalb Jahren kann ich, kann ich mit ihren E-Mails ganz gut umgehen und äh, was da sonst noch so dazu kommt. Es geht mir darum, wenn ich Ihnen sage, wenn ich noch mal kurz abschweifen darf, es ist ja Wochenende, wenn ich Ihnen das erzähle, geht es mir darum, dass ich Sie dafür sensibilisiere, dass alles passieren kann, immer zu jeder Zeit und sofort. Also für den Fall, dass wir hier irgendwann mal bullish rausgehen sollten, dann wäre das Ziel vom Beginn ausgehend von dieser gesamten Bewegung können wir 80 bis 100 nach oben machen, also in etwa 1400 bis 1450. Falls wir irgendwann mal bullisch rausgehen sollten, wir müssen dann jetzt nicht sagen, oh, große Trendumkehr, jetzt ist 2000 angesagt, sehe ich nicht im Chart. Okay. Bis dahin könnte er also laufen, wenn er diese Konsolidierung bullisch auflöst, die Trendlinie bullisch auflöst und die 1200 bullisch auflöst. Jetzt im Moment interessiert mich weder Short noch Long. Gleichzeitig über den Stundenchart, wir bleiben hier in Keilformationen. Nehmen nur nochmal einmal kurz die grüne Linie weg. So, sind wir kurz drüber gegangen, fallen wieder rein. Und die grüne Linie, das war die alte aufsteigende Trendkanallinie, die haben wir ebenfalls einmal kurz bullisch aufgelöst und fallen wieder rein. Das heißt, diese ist geschwächt bei 1190, die nächste ist bei 1200, falls der Markt wieder nochmal eine Bewegung macht. Ist eine Widerstandszone, ist eine Kaltformation, wird noch nicht über den Tag, über den 4-Stunden-Schalt, über den 6-Stunden-Schalt gerade bestätigt. Weiß ich nicht, ob er das macht, aber falls der irgendwann mal hier hinkommt, so 1130, 1140, das wäre schon eine schöne Unterstützungszone. Da haben wir nämlich Dreieck Dreieckbullisch aufgelöst und hätten zum einen das als potenzielle Unterstützungszone und jetzt gerade bei 1140 ist auch die 20 wochen -Linie. Das wäre durchaus interessant. Ich weiß nicht, ob er es macht. Hier, Additiv, interessiert mich nicht. Silber, will ich mich kurz fassen. Hatten wir gesagt, hat der Markt das Potenzial, 2, 2,5% nochmal draufzusetzen. Und auch hier, natürlich kann er deutlich mehr laufen. Da kommt aber die nächste größere technische Widerstandszone. Vom Chancen-Risiko-Verhältnis her gerade schwierig. Und deswegen, wenn dann über die kleinere Zeiteinheit hier diese Bewegung in Richtung 16,50 zu traden zu so wissen, dass wir hier eine aufsteigende Linie haben, die sieht nämlich so aus hier Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und dann kommt das hier nämlich als potenzielle Widerstandszone dazu, die fallende Linie. Also doppelte Widerstandszone, wo der Markt hinlaufen würde für den Fall eines Pullbacks. Noch das weiß ich nicht, ob es kommt, so in Richtung 15.50. Ich hätte Ihnen auch seinerzeit gesagt, ja, vielleicht erinnern Sie sich, wenn der Markt hier noch mal in die 15.40 kommt, das war die eine genannte Zone, die andere war die 1530. Dann wäre es interessant, das zu kaufen. Der hat die 1540 gemacht und hat mich um einen Pip nicht abgeholt, im Übrigen, und hat dann diese bullische Bewegung gemacht. Wäre es interessant, also falls er nochmal hier in diese Zone kommt, wäre es wiederum interessant, diese Unterstützungszone zu kaufen und ein übergeordnetes Ziel bei 1650 abzuarbeiten. Last but not least, Brent sah ja gestern schwach aus, hatte zwischenzeitlich eine ganz hässliche rote Kerze. Und dann kommt der Markt nochmal zurück, macht eine sogenannte outside deal kerze also tieferes Tief und höheres Hoch. Und wir hatten auch durchaus mehr Volumen. Wir halten die Trendlinie, wir schließen genau an der 20-Tage-Linie. Wir machen das höhere Hoch noch nicht signifikant genug und wir haben auch noch nicht diese Trendumkehr in der Stunde komplett bestätigt. Es ist ein K. Die Widerstandszone aktuell, diese fallende Linie befindet sich bei 5011. Ich würde mich an dem Hoch von heute und gestern in, ähm, orientieren. 1550, dann sind die Ziele 52. Und falls er das nochmal aus dem Weg räumt, dann kann er sogar in Richtung 54 laufen. Hier haben wir ja eine mögliche Dreiecksformation. Verzeihen Sie bitte, dann können wir in Richtung 53 laufen. Das wäre dann so das Ziel der aktuellen bullischen Bewegung mit dieser mehrfachen Unterstützungszone, was wir hier sehen. Bleibt mir noch Ihnen Folgendes zu sagen. Wenn sie, es schaffen, wenn sie es schaffen, kleine Positionen zu traden, dann haben Sie eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Positionen auch laufen lassen können, wenn sie in Ihre Richtung laufen. Sie haben eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Sie an ihrem Stop-Loss festhalten. Sie haben eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim nächsten Trade mit Ruhigem Gemüt ihre Entscheidung treffen. Sie haben eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie am Wochenende sich darauf konzentrieren können, dass sie frei haben. Sie müssen nicht am Montag sofort zum Kurs rennen und gucken, wo der Kurs steht. Und so weiter und so weiter und so fort. Dafür brauchen Sie eine vernünftige Positionsgröße und natürlich ein Stop-Loss. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss, wenn Sie mögen. Am Wochenende wird sie wird natürlich für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Inditees. Am Montag sind wir für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Einzelwerten. Und natürlich gibt es Montagabend wieder eine Rohstoff-Tagesausgabe. Natürlich auch eine Devisenausgabe von unserem Devisenchief Tom. Bleibt mir nur noch eines mein name ist hamid nasar und selbstverständlich wünsche ich ihnen dass sie hoffentlich alle 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 gesund bleiben und wenn sie mögen bleiben sie uns der hand auch bitte gewogen